Ja Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video und diesem wunderschönen Tag. Ich darf euch wieder herzlich begrüßen. Willkommen zu einer weiteren traurigen Folge aus meinem Leben. Da ich ein ziemlich unkreativer Vollaffe bin und weil eine Menge Leute meine verdammten testetich.de-Videos vermissen, ich habe keine Ahnung, wie minderbemittelt ihr seid, aber scheinbar hat es euch gefallen, dachte ich mir, und weil ich überhaupt keine anderen Ideen habe, wäre es doch mal wieder an der Zeit, ein Wie gut kennst du Video zu machen. Und dann habe ich erstmal überlegt, meine Freunde, wen kenne ich eigentlich nicht in YouTube Deutschland? Und wie gut kenne ich eigentlich einzelne YouTuber? Ich bin also meine Videoliste durchgegangen und habe gemerkt, damn, eigentlich habe ich schon jeden einzelnen YouTuber darauf hingehend getestet, wie gut ich ihn kenne. Doch eine Person hat bis dato immer gefehlt. Eine Person, die mitunter eine wichtige Rolle in meinem Leben gespielt hat oder vielleicht sogar noch spielen wird, meine Freunde. Heute testen wir, wie gut ich Tanzverbot kenne. Dafür auf jeden Fall erstmal einen riesigen Applaus an die Kreativabteilung von Revinzeit und natürlich das Content-Team von Revinzeit. Ganz klasse, ganz großes Kino, super tolles Video. Fangen wir doch direkt an. Ja Leute, wir sind mal wieder auf testedich.de und ich würde sagen, wir machen einfach das erste testedich.de-Quiz von Janni. Und zwar, wie gut kennst du Tanzverbot? Natürlich alles in Caps Lock geschrieben, ganz wichtig. Teste dich, ob du einer von der Tanzarmee bist oder ein Hater von Tanzverbot. Frage Nummer 1. Macht Tanzverbot eine Ansage an KS-Freak? Ansage wird mit groß geschrieben und das eine klein, aber es passt schon. Nein, KS-Freak ist dein Kumpel. Keine Ahnung, ich hasse Tanzverbot. Ja, er mag KS-Freak nicht. Warum kann ich da anklicken? Keine Ahnung, ich hasse Tanzverbot. Ich glaube, er mag KS-Freak nicht. Ich weiß nicht. Tanzverbot hat eine Freundin. Nein, Tanzi ist Single. Woher soll ich das wissen? Ja, er hat eine Freundin. Tanzverbot hat eine Freundin namens KS-Girl. Wieso wird es jetzt nur auf Freundin bezogen? Wieso kann er nicht einfach einen Freund haben? Warum muss das da jetzt direkt wieder so herausgefiltert werden? Ich meine, warum muss man da jetzt direkt auf ein Gender schließen? Wieso steht da nicht einfach ein Lebenspartner, Lebenspartnerin oder ähnliches? Also ganz ehrlich. Keine Ahnung, wo soll ich das wissen? Muss ich auch ehrlich sein, es interessiert mich einfach nicht. Tanzverbot wohnt in Berlin. Ja, ich glaube, wir haben alle mitbekommen, wo Tanzverbot gewohnt hat, eine lange Zeit. Ja, das hat er doch in seinen Videos gesagt. Weiß ich was? Ausrufezeichen, bin doch kein Fan. Janni, ganz kurz, vielleicht solltest du eventuell überlegen, die Grundschule nochmal zu wiederholen, denn so wie du schreibst, ist es wirklich nicht akzeptabel und ich denke, dass du damit niemals einen Job bekommen wirst. Tanzverbot isst gerne Pizza. Nein, er hasst Pizza. Nee, er isst lieber bei Burger King. Ja, er liebt Pizza, ist mir egal, was er frisst. Ja, tatsächlich ist es mir wirklich egal, was er frisst. Auch wenn ich mir gerne seine Einkaufsvideos angucke und seine Burger King und Essensreviews, ist es mir letztendlich dann doch egal, was er wirklich frisst. Nebelnik hat Tanzverbots Videomaterial benutzt. Weiß ich nicht. 5 Pünktchen. Nein, sie sind beste Freunde. Ja, Nebelnik ist ein Penner. Diese Frage verstehe ich jetzt nicht, aber Nebelnik ist ein Penner. Definitiv ist Nebelnik ein Penner. Karl ist der größte Penner von allen. Tanzverbot hasst MCPE-Spieler. Ja, MCPE-Spieler sind Spastis. Ihnen ist es egal. Nein, er spielt selber MCPE. Was ist MCPE? MCPE, was ist das? Ist das Minecraft Pocket Edition? Gut, dass ich das nicht weiß, weil ich habe keine Berührungspunkte mit Minecraft. Ich glaube, ihnen ist es egal. Ich glaube, ihnen ist es egal. Nicht ihm, sondern ihnen auf jeden Fall. Das ist komplett richtig geschrieben. Aber tatsächlich sind MCPE-Spieler Spastis? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ihm ist es total egal. Was juckt ihn das? Tanzverbot, Livestreams sind auf Twitch. Ja, er ist Twitch-Fan. Nein, er benutzt Hitbox. Er macht dann Livestreams per YouTube. Weiß ich nicht. Ich glaube, dass er auf Twitch gebannt worden ist. Ich weiß aber nicht, ob er entbannt worden ist. Ich glaube, er streamt immer noch auf YouTube. Keine Ahnung, mir egal. Tanzverbot geht zu McFit. Ja, darum ist er auch stark. Nein, er frisst 200 Big Macs am Tag. Er geht nicht zu McFit. Das sind keine Muskeln, das ist Speck. Nein, er geht lieber Booster kaufen. Hallo? Jetzt muss ich das alles nochmal machen. Mann! Ja, er mag KS-Freak nicht. Woher soll ich das wissen? Ja, er hat es in seinen Videos gesagt. Mir egal, was er frisst. Ja, Nebelnik ist ein Penner. Nein, ihnen ist es egal. Ihnen ist es egal. Er macht Livestreams per YouTube. Nicht auf YouTube, sondern per YouTube. Ja, Tanzverbot geht zu McFit. Ja, darum ist er auch stark. Er geht doch nicht zu McFit. Das sind keine Muskeln, das ist Speck. Nein, er frisst nur 200 Big Macs am Tag. Nein, er geht lieber Booster kaufen. Ohne jetzt beleidigend zu werden, halte ich die letzten drei Antwortmöglichkeiten für durchaus plausibel und nehme die am wenigsten beleidigendste und nehme einfach die Booster-Option. Tanzverbot trinkt gerne Booster. Keine Ahnung, Booster ist sowieso scheiße. Ja, Alter, er liebt Booster. Booster, was ist das? Damit erübrigt dann meine Frage vom ersten Mal. Booster, was ist das? Tanzverbot hat eine Zahnlücke. Diesmal 6 Pünktchen. Ja, die ist auch cool. Kalb eine Ahnung. Nein, seine Zähne sind normal. Ich glaube, Kalb eine Ahnung ist auf jeden Fall die richtige Antwortmöglichkeit hier, meine Freunde. Aber ich würde sagen, ja, die ist auch cool. Seine Zahnlücke ist sehr cool. Das ist die coolste Zahnlücke, die ich jemals... Gottes Willen, ich komme mir so dermaßen dumm dabei vor. Wieso machen Leute so unglaublich beschissene Quizze? Wer setzt dich wirklich dahin und nimmt sich die Zeit? Welcher Mensch verschwendet 20 bis, keine Ahnung, 30 Minuten seines Lebens, um so einen gestammelten Müll aus sich rauszubringen? Warte mal, das mache ich bei meinen Videos ja auch. Egal. Auswertung. Du gehörst leider nicht zur Tanzarmee. Versuch es einfach nochmal. Übung macht den Meister. Das ist ein Fazit, mit dem ich leben kann. Versuchen wir es nochmal, meine Freunde. Vielleicht gibt es ein besseres Quiz, weil dieses Quiz war wirklich scheiße. Tanzverbot ist ein YouTuber mit qualitativ hochwertigen Videos. Absolut richtig. Tanzverbot ist ein ruhiger Mensch. Falsch.
Tanzverbot fängt nie Beef an. Falsch. Tanzverbot mag YouTube Deutschland. Falsch. Tanzverbot ist dick. Das ist Ansichtssache. Ich würde jetzt niemanden... ja. Er wohnt in Köln. Falsch. Tanzverbot heißt Kevin. Würde passen, tut er aber nicht. Er sagt, dass Nutella gesund ist. Ich weiß es nicht. Ich kann mir aber ganz gut vorstellen, dass er es getan hat. Ich sag es einfach mal wahr. Tanzverbot schneidet seine Videos meistens mehrere Stunden. Tanzverbot hat einen Job außer YouTube. 22.08.2016. Damals, also das ist schon extrem lange her. Ich glaube, er hatte damals auch einen Job, ja. Tanzverbot hat ein besseres Dislike. Like-Verhältnis als ApoRed. Falsch. Damals war das, glaube ich, nicht der Fall. Ja. Hallo, Kevin aka Tanzverbot. Ich hoffe, dich bald sehen. Ich darf dich draußen in der echten Welt, damit ich dich zeigen darf. Kann den ganzen tollen Menschen die Welt sein bist. Und ich hoffe, ich bald Foto mit dir machen kann. Der Glauben an die Menschheit ist damit mal wieder weg. Gehen wir zur Auswertung. Super, versuch es nochmal, um deine Fehler zu verbessern. Nein, ich nehme lieber das Neben und mache das nächste Quiz, meine Freunde. Denn ich muss auf jeden Fall hier über 10 Minuten kommen, ganz klar. Dieses Quiz dient dazu herauszufinden, wie gut du Tanzverbot kennst. Kanal, okay, nehmen wir das einfach nochmal. Von wann ist das Quiz? Gibt es hier nichts Aktuelleres, Alter? Gibt es hier keins von 2017 oder 2018, Alter? Kann man hier irgendwo sortieren auf dieser Scheißseite? Geht das irgendwie vielleicht? Kann man hier irgendwo eine Sortierung einbauen? Ist das eventuell möglich? Gott verdammt nochmal, das ist doch nicht wahr. Okay. Wie gut kennst du Tanzverbot von Robin? Wer ist Robin? Welcher Mensch ist Robin? Ne, wir nehmen einfach das hier. Das will ich nicht machen. Was für Videos macht Tanzverbot? Faktenvideos, Ansagen, Real-Life-Videos, Beauty-Tipps. Ich weiß nicht. Ich glaube, Ansagen, Real-Life-Videos. Hat Tanzverbot ein Sixpack? Nein, er ist zu fett. Vielleicht ja, nein. Ich würde jetzt antworten nein, weil nein, er ist zu fett, ist wirklich beleidigend und ach, egal. Wie viele Videos macht Tanzverbot im Durchschnitt? Gar keiner. 1, 6 bis 3, 15. Ich würde sagen, 15 Videos normaler Tanzverbot-Output, definitiv. Ist Tanzverbot real? Nein, auf gar keinen Fall. Vielleicht ja, ist er. Jetzt kann man natürlich wieder die altbewährte Debatte klären, meine Freunde. Ist Tanzverbot nur eine Rolle? Spielt er das Ganze nur? Ist er vielleicht gar kein Assi? Ist Tanzverbot in Wirklichkeit Mitglied der Mensa? Unglaublich hochbegabt und ein Entertainer auf hohem Niveau? Oder ist Tanzverbot halt einfach irgendein Kerl aus dem Internet, der verstanden hat, wie es funktioniert auf YouTube, was extrem einfach ist? Ich würde sagen, dass Tanzverbot vielleicht real ist. Vielleicht auch nicht. Ich will da jetzt nicht zu sehr sagen. Er sagt, er ist der Realste. Ich sage, vielleicht ist er das. Vielleicht ist er das auch nicht. Ja. Was war Tanzverbot Lieblingsgetränk? Monster Red Bull Booster. Ich erinnere mich noch an die Aussage gegenüber Montana Black. Wenn du weiter Monster trinkst, stirbst du an der Pisse. Und danach kippt er sich, glaube ich, einen Booster in den Kopf. Da kann ich mich auf jeden Fall noch dran erinnern. Das wäre es gestern gewesen. Extrem schöne Zeit damals. Schätzt Tanzverbot sehr viel Wert auf seine Community? Beantworten Sie mir. Nö. Wie die Frage ist nicht eindeutig formuliert. Antworten Sie! Nö. Ja, schätzt Tanzverbot sehr viel Wert auf seine Community? Ich weiß es nicht. Was, wie kann man sehr viel Wert auf seine Community schätzen? Welcher dämliche Mensch hat diesen Test gemacht? Wie heißt du, Alter? Tracy Boomin, nimm's dir. Dein Leben, nimm es dir. Hör auf damit. Ich weiß es nicht, ob er sehr viel Wert auf seine Community schätzt. Wie schätzt man sehr viel Wert auf seine Community? Sag mal, oh, meine Community ist ungefähr 300 Millionen Euro wert. Keine Ahnung. Nein, warum sollte er? Ja, auf jeden Fall. Könnte sein. Ich weiß es nicht, ob er sehr viel Wert auf seine Community schätzt. Ich verstehe die Frage nicht mal. Wo streamt Tanzverbot? Twitch, YouTube, YouNow, Hitbox. Afrika TV. Was ist Afrika TV? Afrika TV. Ja, YouTube, YouNow und Hitbox nehme ich an. Ja. Mag Tanzverbot Döner? Ja, nein, kein Plan. Ich gehe einfach mal davon aus, dass Tanzverbot Döner mag, weil Döner kann man essen und alles, was man essen kann, mag er, glaube ich. Trägt Tanzverbot eine Brille? Ja, nein, vielleicht. Ich würde sagen, nein. Was zockt Tanzverbot am liebsten? CSGO, Battlefield, COD. Von wann ist das Quiz, verdammt nochmal? Wieso steht nicht PUBG dabei? Oder Fortnite, weil Fortnite war ja zuerst. Und dann hat er das gestreamt. Tanzverbot ist real, tut mir leid. Was zockt Tanzverbot am liebsten? CSGO, Battlefield oder COD? Ich würde einfach mal sagen Battlefield, weil ich glaube, das passt zu ihm. Ich weiß doch auch nicht. Ist Tanzverbot der beste YouTuber, den es gibt? Nö, auf gar keinen Fall. Ollum, ja, Digga. Schauen wir mal ganz kurz in die Kommentarsection. Gutes Qui, habe die Frage mit dem Sixpack verkackt, XD. Ja, und das Wort Quiz, da fehlt ein Z. Nein, auf gar keinen Fall ist Tanzverbot der beste YouTuber, weil der beste YouTuber hat gerade das beste Video über der ganzen Welt gemacht. Damn, ist das unterhaltend, ich will mich umbringen. Auswertung, meine Freunde, ja! Nicht schlecht, sie haben 5 von 11 Gaben... Das ist verdammt schlecht. Ja, meine Freunde, und somit habe ich ein weiteres Format von mir bis zum Tode hin ausgemeldet. Ich nehme an, ich werde nie wieder, wie gut kenne ich Videos machen, es sei denn, mir fällt wieder nichts ein. Also spätestens kommt morgen das nächste Video davon. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, meine Freunde, wenn ich ein Quiz machen soll, wie gut kenne ich die rechten Nasenflügel von Master Scorpion oder das Popoloch von Bibis Beauty Palace. Und damit verabschiede ich mich jetzt ins Nirvana und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schönen Tag euch noch und auf Wiedersehen. Bye!